Heute habe ich mal wieder einen Tag für euch und zwar hat die liebe Janina von The Empire of Books mich für den Herbst-Tag getaggt und deswegen dachte ich, ich mache den Tag auch gleich mal. Und ja, ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Erstens, im Herbst ist die Luft frisch und klar. Zeige ein Buch mit einem lebendigen Setting. Ja, lebendiges Setting, das kann jetzt ja alles Mögliche sein. Bei der ersten Frage habe ich mich für Hashtag Folge deinem Herzen von Jacqueline Felgut entschieden. Denn ich finde das Setting in diesem Buch einfach ganz, ganz toll. Es spielt in New York und New York ist für mich ja immer sowieso so ein Setting, was ganz, ganz toll ist. Und ich finde, New York ist einfach so eine lebendige, pulsierende Stadt, dass einfach das Setting einfach komplett hier alles hergibt. Und ja, deswegen habe ich mich für Hashtag Folge deinem Herzen entschieden und ich werde gerade schon wieder total hell, weil die Sonne kommt. Meine Fresse. Sonne, geh weg, wenn ich drehe. Komm dann wieder, wenn ich fertig bin. Machen wir mal mit zweitens weiter. Die Natur ist schön, aber auch gerade am Sterben. Zeige ein Buch, das wunderschön geschrieben ist, aber auch ein schweres Thema wie Verlust oder Trauer behandelt. Ich lese nicht so viele Dramas und schwere Bücher. Deswegen kann ich da in solche Richtungen immer wieder nur ein Buch hochhalten und zwar Das Schicksal ist ein mieser Verräter von John Green. Ich finde dieses Buch einfach wunderschön. Ich finde die Handlung gut. Ich finde den Schreibstil von John Green wahnsinnig toll und ja, es ist ein sehr, sehr schweres Thema meiner Meinung nach und wie gesagt, die letzten Seiten hier haben mich getötet. Ich habe so geheult in diesem Buch. Das war so krass und ja, Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Ich glaube, mehr brauche ich hierzu nicht sagen. Es ist so ein tolles Buch. Drittens, im Herbst fängt die Schule wieder an. Zeige ein Sachbuch, das dir etwas Neues beigebracht hat. Ich lese keine Sachbücher, deswegen kann ich an dieser Stelle nichts hochhalten. Also, ich habe jetzt nochmal durchgeguckt, ich bin auch nochmal in mich gegangen, aber ich lese keine Sachbücher. Ich lese maximal irgendwelche Online-Artikel oder Zeitungsartikel oder sowas, aber auch da habe ich selten mir irgendwas persönlich rausziehen können und persönlich für mich mitnehmen können. Deswegen kann ich euch bei der dritten Frage leider nichts zeigen. Es gibt da einfach nichts. Viertens, um sich warm zu halten, ist es gut, einige Zeit mit den Leuten zu verbringen, die wir lieben. Nenne eine fiktive Familie, Haushalt, Freunde, Gruppe, von der du gern ein Teil wärst. Und wer meine Reihenvorstellung zur Vermont-Reihe gesehen hat, weiß jetzt, dass ich True North hochhalte, denn diese Familie war einfach so toll. Ich möchte gern von denen adoptiert werden. Ich möchte auf dieser Farm wohnen und ich möchte, dass die mich adoptieren, die Shipleys. Das war einfach ein so tolles Gefühl beim Lesen und ja, man möchte einfach Teil dieser Familie sein. Deswegen True North von Serena Bowen. Es ist eine so tolle Reihe. Also ihr solltet sie lesen. Sie ist ganz, ganz toll. Fünftens, die bunten Blätter stapeln sich auf den Boden. Zeige uns einen Haufen von herbstfarbenen Covern. Ja, ein Haufen. Moment, ich ziehe mal meinen Haufen hier rüber. Es sind nicht alle, ich habe noch ein paar andere herbstfarbene Cover, aber ich habe jetzt einfach mal diesen Haufen hier genommen, wo ich für mich dachte, das sind so am ehesten für mich jetzt Herbstfarben. Wolltet jetzt die Einzel nochmal sehen? Warte, okay, sie fallen alle um. Was für mich definitiv da gut reinpasst, ist Wenn der Sommer stirbt von C.L. Wilson. Ich finde das Cover einfach wunderschön. Die Farben sind toll, die Bäume sind toll, alles ist toll. Dann habe ich auch mal noch Alles oder Nichts von Simone Arnstedt mitgenommen. Denn ich finde dieses goldene Kleid und hier dieses Lila so drumherum sind auch tolle Farben für den Herbst. Dann natürlich Talon Drachenblut. Das ist ein orange-roter Ton und passt super zum Herbst. Dann habe ich mich auch entschieden für Götterfunke von Mara Wulf. Denn ich finde auch hier dieses Orange-Rot-Blau sind für mich definitiv Herbstfarben und ich mag es sehr, das Cover. Dann eins meiner Lieblingscover, Stormheart, die Rebellen von Cora Carmack. Und auch hier mag ich dieses lila, orange-rote sehr. Also es ist mehr lila als orange-rot, also das ist mir schon bewusst. Aber ich möchte euch das Buch einfach gerne zeigen, denn das ist so toll und ich mag es total. Und ich liebe die Geschichte und ich liebe die Charaktere und ich mag es einfach sehr. Und ihr solltet dieses Buch auf jeden Fall lesen. Deswegen, ja. Aber für mich, ich finde von den Farben her passt das auch sehr, sehr gut in den Herbst. Dann habe ich hier noch den zweiten Teil von Mystic City von Theo Lawrence. Ich finde, dazu brauche ich, glaube ich, nichts mehr sagen. Es ist so ein orange-braunes Cover. Das passt auf jeden Fall super in den Herbst. Und dann habe ich noch den dritten Teil der Göttlich-Reihe von Josephine Angelini. Und auch hier finde ich, dass dieses Orange-Braun sehr, sehr gut in den Herbst passt. Und ja, ich liebe diese Reihe. Ich kann sie euch wirklich nur empfehlen. Sie ist so, so gut. Ja, das war mein Haufen an Herbst-Cover-Farben.
Sechstens, der Herbst ist die perfekte Zeit zum Geschichtenerzählen am Kamin. Zeige ein Buch, in dem jemand eine Geschichte erzählt. Hier habe ich jetzt mal durchgeguckt. Ich habe jetzt hier ein Buch genommen, was ich noch nicht gelesen habe, wo ich aber von Annika weiß, dass hier eine Geschichte erzählt wird. Und zwar der Märchenerzähler von Antonia Michaelis. Ich habe dieses Buch immer noch nicht gelesen. Verdammte Scheiße, ich muss es endlich lesen. Annika findet es ganz, ganz toll und ja, ich möchte es auf jeden Fall unbedingt mal mitlesen, aber irgendwie hat es noch nicht mit mir gesprochen. Vielleicht jetzt diesen Winter. Mal schauen. Aber es soll ganz, ganz toll sein. Deswegen mal schauen. Ich bin auf jeden Fall gespannt und werde mir Mühe geben, es jetzt demnächst bald mal mitzulesen. Und verdammt, ich bin so hell. Es tut mir leid. Siebtens, die Nächte werden dunkler. Zeige eine dunkle, gruselige Geschichte. Wie ihr wisst, ich lese nicht so viele dunkle, gruselige Geschichten. Ich habe jetzt einfach mal das Buch hier genommen, Sebastian Fitzek, Der Nachtwandler. Ich habe das auch noch nicht gelesen. Das war das Buch, was ich sogar signiert habe von Herrn Fitzek. Ich müsste es endlich mal lesen, habe es aber noch nicht. Also ich finde aber, dass der Klappentext sehr, sehr gruselig finde. Hier geht es um einen Typen, der Schlafstörungen hat und dann sich selber nachts mit einer Kamera filmt und dann feststellt, dass er in irgendeine Luke krabbelt, die er eigentlich gar nicht kennt. Und das finde ich irgendwie schon sehr, sehr gruselig. Deswegen Der Nachtwandler von Sebastian Fitzek. Achtens, die Tage werden kälter. Zeige ein kurzes, herzerwärmendes Buch, das jemanden an kalten und regnerischen Tagen aufwärmen könnte. Hier habe ich mich entschieden für Die schönste Zeit des Jahres von Jacqueline Fellgut. Das ist eine so süße, weihnachtliche Liebesgeschichte, die einfach einen das Herz erwärmen lässt. Die einen auch einfach schon mal Vorfreude auf Weihnachten macht, wenn man sie jetzt in der Vorweihnachtszeit liest. Und ja, ich mochte die Geschichte total und mein Herz hat sie auf jeden Fall erwärmt. Ich fand sie toll, ich fand die Charaktere toll, ich fand die Geschichte toll, die dahinter steckt. Und ja, habe mich hier für Die schönste Zeit des Jahres von Jacqueline Fellgut entschieden. Neuntens, der Herbst kehrt jedes Jahr zurück. Zeige einen alten Liebling, zu dem du bald zurückkehren möchtest. Ja, hier habe ich mich für einen Klassiker entschieden. Und zwar habe ich mich hier entschieden für Bis zum Morgengrauen von Twilight. Ich wollte diese Reihe eigentlich dieses Jahr schon rereaden, aber ich werde es dieses Jahr nicht mehr schaffen und habe es mir für nächstes Jahr auf jeden Fall aufgeschrieben. Ich möchte einfach die Reihe nochmal lesen, weil ich einfach mal wissen möchte, wie mir diese Bücher heute gefallen würden. Ich fand sie damals einfach großartig. Ich habe diese Reihe total gefeiert. Ich war total im Twilight-Fieber, wie alle anderen auch. Und ja, ich möchte einfach mal wissen, wie mir diese Reihe heute gefällt. Deswegen, wie gesagt, wollte ich sie eigentlich dieses Jahr schon rereaden, aber ich werde es dann wohl nächstes Jahr dann irgendwann mal mit tun. Und ja, Twilight, bis zum Morgengrauen. Boop, boop. Zehntens, der Herbst ist die perfekte Zeit für gemütliche Leseabende. Zeige dein liebstes Accessoire für gemütliche Lesestunden. Ich habe jetzt hier einfach mal zwei, drei verschiedene Sachen. Auf dem einen lag eben der Hund schon drauf. Und zwar ist das meine Flauschi-Flauschi-Decke, mit der ich mich abends immer einmummle, wenn ich auf der Couch liege und lese. Da hatte sich der Hund gerade schon drauf gemütlich gemacht. Deswegen ist die schon hier nicht mehr ganz so schön gefaltet, wie ich es eben hatte. Dann habe ich hier immer noch meine Lieblingstasse. Da trinke ich immer Tee oder irgendwas anderes Heißes draus. Also ich trinke auch immer sehr gern dieses Pulver mit Vitamin C, hier Holunder, Sanddorn, Apfel, Kirsche, was es da nicht alles gibt. Und ja, dann nehme ich immer meine Liebestasse, denn ich finde sie ganz, ganz toll. Ich kann es euch ja mal zeigen. Da steht Love drauf. Das letzte Accessoire, was ich im Herbst, Winter gerade immer benutze, sind Yankee Candles. ich habe jetzt vor kurzem erstmal wieder welche bestellt, denn meine sind mir ausgegangen. Und ich habe hier einmal Autumn Glow. Ich finde, der riecht ganz, ganz toll, der Autumn Glow. Kann ich euch nur empfehlen. Dann habe ich hier noch den Christmas Cookie. Der macht auf jeden Fall schon mal Weihnachtsstimmung. Der riecht sehr, sehr süß und sehr, sehr teigig. Wie Paddy immer so schön sagt, ne? Ist halt so ein Food and Spice. Und als letztes habe ich hier noch den Winter Glow. Der riecht einfach so ein bisschen nach Winter. Also der riecht nicht nach Weihnachten, der riecht einfach nach Winter. Ich kann das nicht beschreiben, der riecht so ein bisschen wie Winter halt. Wie ein gemütlicher Winterabend. Deswegen, ja, ich bin gespannt, wie der angebrannt riecht. Den habe ich jetzt noch nicht warm gehabt. Aber ich finde, so riecht der auf jeden Fall ganz, ganz cool. Elftens, verbreite die Herbststimmung und tagge einige Leute. Ich habe keine Ahnung, wer jetzt alles schon getaggt wurde. Ich würde als allererstes erstmal meine liebe Annika taggen von Fräulein Annemie als Buchblogger. Dann würde ich taggen die Natalie von Books Paradise. Dann würde ich taggen, lasst mich mal gucken, die Büchernixen, falls die Lust haben, den Tag zu machen. Gabi Glambooks würde ich taggen.
Und KitKat Kati 22 würde ich auch noch taggen. Und als letztes noch Magical World of Books würde ich taggen. Und natürlich alle, die Bock haben, diesen Tag auch zu machen, sind hiermit auch herzlichst getaggt. Ansonsten war es das jetzt auch an dieser Stelle erstmal von mir. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich freue mich drauf. Und ja, ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.